Moin, ich bin wieder am Wasser. Mission Winterbarsch geht in die zweite Runde. Heute werde ich einen anderen Spot beangeln. Der hat eine stark abfallende Kante von 3 auf 6 Metern und dann ein relativ großes Plateau von 10 bis so 14 Metern. Ich vermute, dass da die Barsche stehen, da sie an dem ersten Spot, wo ich die anderen Tage war, nicht waren. Ich werde so 2 Stunden an dem Spot angeln und dann werde ich zu dem anderen Spot wechseln. Heute sind minus 2 Grad, aber der Wind ist weniger, auch wieder bewölkt wie die letzten Tage. Und mal gucken, ob heute ein Barsch geht. Ich bin jetzt am Spot angekommen. Ich werde wieder abwechseln, Carolina Rig und Dropshot fischen. Ich hoffe, Mission Winterbarsch klappt heute. Drückt mir die Daumen. Wenn ich einen Fisch fange, dann seht ihr das in dem Video. Ich habe jetzt am ersten Spot abwechselnd eine Stunde lang mit Dropshot und Carolina Rig geangelt. Bisher kein Biss. Ich mache jetzt einen kleinen Spotwechsel. Ich gehe einen Spot nebenan. Der ist noch 1-2 Meter tiefer. Ich wünsche mir Glück, dass ich da endlich meinen Barsch fange. Ich bin jetzt am zweiten Spot angekommen. Ich fange wieder an mit Carolina Rig. Ich wollte gerade erzählen, dass ich heute am Dropshot einen grünen Glitzer Wurmfische. Da sehe ich vorne im flachen Wasser diese Maus hier. Falls sie jemand vermisst, kann sich gerne bei mir melden. Also Füße und Arme fehlen, aber ich denke mal, der Lauf passt trotzdem. Ein Drilling müsste noch dran gebastelt werden. Also wer die verloren hat, melde dich gerne. Die ersten 2 Stunden sind rum. Bisher gab es keinen Biss und auch keinen Fisch. 2 Spots habe ich jetzt beangelt. Ich gehe jetzt zum letzten und dritten Spot. Drückt mir die Daumen, dass ich dort was fange. Aber das ist authentisch, das ist Winterangeln. Man kriegt wenig Bisse, man fängt wenig Fische. Aber die Fische, die man fängt, die sind meistens besser. Deswegen lohnt es sich auch ans Wasser zu gehen. Ihr könnt mir gerne mal in den Kommentaren schreiben, was ihr in letzter Zeit gefangen habt und ob ihr am Wasser seid oder ob ihr die Temperaturen meidet und gemütlich zu Hause sitzt. Also bei minus 2 Grad mit einfrierenden Rutenringen ist das Angeln auch echt nicht so schön. Aber wenigstens draußen in der Natur, der Hund freut sich auch. Und Angeln ist nun mal das beste Hobby, ne? Fisch! Oh nein, ab! Carolina, hoppala, Mann, ist das rutschig. Carolina Rig fische ich heute auch wieder mit dem Shaky Sneaker. Oben schwarz, unten grau. Ich hatte auch schon einen Biss. Der Fisch hing 4-5 Sekunden dran, ist leider wieder ausgeschlitzt. Macht auf jeden Fall Hoffnung. Ich werde jetzt aber nochmal auf Dropshot wechseln. Es wird jetzt demnächst dunkel. Vielleicht ist das Grüne die bessere Alternative. Das war jetzt der letzte Wurf mit Dropshot. Es wird langsam dunkel. Ich habe, denke ich, noch 3-4 Würfe mit Carolina Rig. Und dann geht es auch wieder ab nach Hause. Mal sehen, ob noch was kommt. Last Cast Magic. Das war mein letzter Wurf für heute. Ich bin gut durchgefroren. Bei minus 2 Grad auch kein Wunder. Ich habe 3 Stunden geangelt an 3 verschiedenen Spots. Es gab leider wieder keinen Barsch. Das heißt, die Mission Winterbarsch wird definitiv fortgesetzt und geht in eine dritte Runde. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Lasst gerne ein Like da und ein Abo und schreibt in die Kommentare, ob ihr auf Winterbarsch losgeht, ob ihr Erfolg habt und auf was ihr Erfolg habt.
Ciao.